Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy VII. Wir müssen eine Entscheidung treffen, ob wir den Kampf zu Ende bringen oder nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht. Sag ich jetzt einfach mal. Du zeigst Mitleid? Glaub nicht, die Turks wären Narren. Elena, warte. Reno, meuterst du jetzt etwa? Shinra ist erledigt, es ist aus. Root. Elena, du warst ein wunderbarer Turk. Gott, wie herzzerreißend hier die Turks miteinander auch irgendwie doch sind. Leb wohl, wir sehen uns wieder, wenn wir überleben. Kireno haut einfach ab. Vergiss den Geist der Turks nicht. Unser Auftrag ist beendet. Ja, ich finde das ganz gut, dass wir mit Leid oder partnerschaftliches Gefühl irgendwie doch entwickelt haben für die anderen, weil sie uns geholfen haben, sodass wir sie jetzt auch in Ruhe gelassen haben. Ich denke, das war eine ganz gute Entscheidung. Was macht denn Yuffie hier? Na los, 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 los! Okay. Na dann. Oh, sie greift sich schon wieder selber an die Doofe. Gut, renne ich mal nach rechts einfach. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Das Sith. Wohin? Verdammte Scheißkanone. Ja, und nun gehen wir mal nach links. Das sieht doch ganz gut hier aus. Ach, Cloud. Sollte es eigentlich nur die Leiter hoch. Hör auf, mir anzugreifen, Tifa. Ich glaube, wir sind richtig. Oder? Völlig falsch, weil wir jetzt hier oben sind. Nein, nein, zu Sister Ray geht's nicht hier lang. Also doch runter. Ach so. Entschuldigung. Bin zu weit nach oben wohl gelaufen. Aber danke, Kate, dass du mir hilfst. Also doch wieder in den Kanal. Geht klar. Wir haben ja auch noch nicht alle Wege hier gegangen. Wir haben ja noch nicht alle Wege hier gegangen. Das, manchmal rede ich auch blöd hier. Dann nach rechts. Ist denn hier irgendwas, was ich machen kann? Nein. Außer dämliche Kämpfe gibt's hier nichts. Die sehen irgendwie süß aus, die Dinger. Sind aber nicht süß. Gemein. Könnt ihr mal was machen? Warum bin ich nicht dran? Ich habe schon längst gewählt. Und die tun einfach nichts. Ja, endlich. Hallo, wird auch mal Zeit. Super. Wenn die ganze Zeit dran sind, dann ja. Na, endlich. Oh, ein Krabbiball gestohlen. Interessant. Wusste ich gar nicht, dass diese Dinger hier so Krabbibälle haben. Das ist schon gut, weil Gravitation gehört zu den stärkeren Zaubern in Final Fantasy.
Egal in welchem Teil. Oder konnte man den Hebel da vorne betätigen, hier rechts? Der sieht so aus, aber nee. Nee. Schade. Hallo, lauf doch mal. Kein Wunder, dass man immer kämpfen muss. Man wird immer extra so festgehalten. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig laufe. Ich werde jetzt hier einfach mal nach links gehen, statt nach rechts. Na, das sieht doch auch schon mal ganz gut aus. Zumindest besser als vorher. Das grüne Dings hier ist aber nix, ne? Oh, ja, er geht automatisch. Ich kann nichts machen. Ich wollte nur wissen, ob da was liegt, was ich einsammeln kann. Das ist unmöglich. Das ist aber ein gutes Zeichen, dass wir hier gerade sind, weil dann sind wir anscheinend richtig hier. Sollen sie kommen? Ja, hahaha, da sind sie. War ja klar, hi Deja. Sie sind also wirklich gekommen. Und die Olle ist auch dabei. Ihr habt uns bis jetzt wie den letzten Dreck behandelt. Ihr habt eine Menge meiner kostbaren Soldaten getötet. Na hahaha, mal sehen, was ihr gegen die Anti-Weapon-Kanone ausrichtet. Ihr taugt nichts, aber meine Schöpfung ist grandios. Na denn, sieht aus wie ein Evangelion. Oder ein Eskaflon. Ich werde euch die zerstörerische Kraft meines Stolzrobus zeigen. Stolzrobus. Ein besserer Name ist dir auch nicht eingefallen, ha? Ich kann jetzt viermal Ultima machen, weil ich habe dieses Quattro-Dings auf Ultima gesetzt. Das finde ich ziemlich cool. Ob das aber genauso viel MP verschluckt, weiß ich nicht. Das hat auf jeden Fall gut reingehauen, Blitz. Und wir machen mal viermal Ultima. Und rauben ihm mal was. Denn wenn ich erstmal Ritter der Runde einsetze, um es euch zu zeigen, dann, ja, ist der Kampf vorbei, glaube ich. Ich mache gerade viermal Ultima. Was aber gar nicht so viel bringt bei dem Team. Aber naja. Haben wir ihm was rauben können? Nichts zu stehlen. Schade. Gut, dann werde ich jetzt mal Ritter der Runde beschwören, damit ihr das mal seht. Und, ja. Genießt es. Ups, wollte ich nicht. Entschuldigung.
Das war's. Ich hab's ja gesagt. Den kriegen wir klein. Mit unserer Supermateria ist das immer alles gar nicht mehr so schlimm. Total cool, aber die zu haben, die zu besitzen, macht schon Spaß. So, deswegen habe ich auch die beiden ausgewählt, damit die auch schön ableveln. Und jetzt haben wir hier Ragnarök bekommen. Sehr schön. Nicht doch, das ist der Stolz-Robo. Den wir mal eben mit Ritter der Runde platt gemacht haben. Puh. Da ist jetzt keiner mehr, ne? Nö, dann gehen wir hier weiter. Wir wurden ja nur knapp aufgehalten. Ich will nicht wissen, wie lange ich gebraucht hätte oder was der uns angetan hätte, hätte ich jetzt nicht die Materia gehabt. Ein Elixier. Mystil, was auch immer das ist. Und speichern natürlich. Das finde ich auch gut. Was ist denn Mystil? Was soll das sein? Oh, das wollte ich nicht. Vielleicht bei Ausrüsten? Was soll das sein? Ist das hier so ein Ring oder so? Nee. Hier, sowas. Aha. Mhm. Ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Da, für sie ist das super. Für sie ist das echt gut. Sie hat ja auch 6 Stück. Genauso viel wie vorher, aber wesentlich besser ausgerüstet. Ja, das ist gut. Bleibt ja alles so, wie es ist. Huch, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte speichern. Ich speichere einfach immer, weil dann, ja, muss ich nicht immer alles nochmal ausrüsten und weiß immer, dass ich das alles schon bestmöglich erledigt habe. Ach, da oben ist der K-Zig, dann müssen wir da ja wohin. Kriege hier nur gerade rum in den Ecken für den Fall, dass da doch noch was ist. Was ist das denn für ein Ding? Was es hier alles gibt. Wir machen mal Blitz 3-mal. Hier und Komet. Auch gut. ...203 mm Granate. Die wollte ich schon immer mal haben. So. Dann mal hopp hier mit der Leiter. Hier entlang, Cloud. Jawohl, jawohl. Wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. Ich komme ja schon. Na, war klar. Okay, sie ist tot. Nicht gut. Ich muss sie mal schnell lebendig machen. Da fällt mir ein, die Phönix habt ihr auch noch nicht gesehen. Das mache ich jetzt mal. Den Phönix erwecken. Ist das nicht schön? Und jemand, der tot ist, wird automatisch wiederbelebt. So ein Spaß. Das ist eine ganz tolle Materia. Und mir ist tatsächlich erst so vor 2 Parts, wo ich offline gespielt habe, aufgefallen, dass ich den Phönix überhaupt nicht ausgerüstet habe, den wir doch damals bei, nicht Cosmo Canyon, bei Fort Condor eingesammelt hatten, nachdem wir da auf diesem komischen Berg da den Kampf erledigt hatten. Da war dieser kleine Phönix, der Vogel, und da lag die Materia Phönix. Und ich meine, ich hatte die eingesammelt, aber ich hatte sie hinterher überhaupt nicht bei mir drinne.
ganz komisch. Und ich denke, scheiße, wo ist denn die Phönix-Materie? Und bin ich halt nochmal hin. Und da lag sie dann halt. Und jetzt habe ich sie auch ausgerüstet. Deswegen haben wir die bis jetzt gar nicht benutzt. Ziemlich doof, aber ziemlich coole Materia. Einfach weil sie, wenn man sie benutzt, sofort danach auch die Leute wiederbelebt, die tot sind. Decken ganz schön viel ein, mein lieber Schwan. Das war wieder eine Beschwörung, die ein Level Up hatte. Mist, Hojo. War das alles, Vincent? Vincent? Ja. Finde ich cool, dass unsere Leute hier alle gerade so wache stehen. Hey, hey. Sehr schön. Immer weiter hoch mit unseren Leuten. Habe ich nichts dagegen, immer besser und besser zu werden. Unschlagbar, unbesiegbar. Soll ich lang? Da ist Hojo. Der Arsch. Hojo, hör sofort auf. Ach, die Missgeburt. Erinnere dich bloß an meinen Namen. Ich heiße Cloud. Immer wenn ich dich sehe, schmerzt es mich. Ich hatte es damals nicht begriffen. Ich dachte, du wärst ein misslungenes Experiment, aber du bist der einzige gelungene Sephiroth-Klon. Ich beginne sogar, mich selbst zu hassen. Das ist alles unwichtig. Hör endlich mit dem Unsinn auf. Unsinn? Ach, das. Sephiroth scheint auf die Energie zu vertrauen, also werde ich ihm ein bisschen helfen. Warum? Warum bloß? Hör mit deinem ewigen Warum auf, du Schwachkopf. Du könntest vielleicht sogar zum Wissenschaftler taugen. Energieniveau bei 83%. Dauert zu lange. Mein Sohn braucht Kraft und Hilfe. Das ist der einzige Grund. Dein Sohn? Auch wenn er es nicht weiß. Was wird Sephiroth denken, wenn er herausbekommt, dass ich sein Vater bin? Er hat immer auf mich herabgesehen. Sephiroth ist dein Sohn? Ja, das wissen wir auch seit der Höhle, was ich halt noch erklären wollte bei Gelegenheit. Ich habe die Frau und mein Kind Professor Gast für sein Jenova-Projekt angeboten. Als Sephiroth noch nicht geboren war, entnahmen wir Jenova-Zellen. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Ein Verbrechen an Sephiroth. Nein, falsch. Der Traum eines Wissenschaftlers. Ich wurde von meinem Wunsch besiegt, Wissenschaftler zu werden, auch dieses Mal. Ich habe Jenovas Gene in meinen eigenen Körper injiziert. Und hier ist... Ja, was als nächstes passiert, das sehen wir im nächsten Part mit dem verrückten Hojo. Bis dann!